So, ich habe ein bisschen Lehm gefunden hier. Gut. Oh, Hilfe, ich ertrinke. Hilfe, Hilfe, so viel Wasser. So viel Terraform. Alter, da war Stein drin, da war Stein drin. Da war Stein. So, was brauchst du gerade am Hafen? Fang jetzt an, den Weg rüber zur Werft zu bauen. Und das dauert so lange. Wo wird denn die Werft gebaut? Ja, da in dem Eck, das ich da letztes Mal, wo der Steg so dumm ist. Wo der Steg so dumm ist, hä? Ja, ich muss gucken, wie das aussieht. Das wird ein Projekt. Da hinten will ich die Werft hinbauen. Willst du nicht so ein bisschen? Ja, die Frage, ob hier noch genug Wasser ist, dann nachher, um da ein gescheites Schiff rausfahren zu lassen. Mhm. Das ist halt die Frage. Ob hier allgemein genug Platz ist, so. Sonst wäre die Idee da hinten Richtung Taverne, also in die andere Richtung praktisch. Dann hätte ich jetzt aber umsonst terraformt. Aber ich glaube, ich mach sie doch lieber da hinten. Ich habe mich gerade umentschieden. Das hier wird mir zu blöd, das ist mir zu viel. Oh! Aber nicht, dass es zu eng wird. Ja, Niki, das ist definitiv zu eng. Das weiß ich jetzt schon. Finger weg. Davon. So. Puh. Du bist zu eng, ja. Deine Mutter ist zu eng. Oh ja, allerdings. Weißt du, nicht mitspielen wollen, aber dumme Kommentare. Ja, aber echt, ist immer so. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Andi, wie weit bist du? Kann man schon schauen, komm. Ich komme voran. Na, noch nicht wirklich. Ja, du hast gerade gesagt, du kommst voran. Komm ich auch. Wo kommt denn bei uns eigentlich Lehm hin? In die sandige. Die sandige. Okay, ich gehe jetzt auf dem rein. So. Tages davon. Nein, jetzt habe ich den Hebel oben liegen lassen. Soll ich einen Hebel mitbringen? Nee, ich habe ein bisschen Holz. Ich hatte ja eigentlich hat schon was dabei an Hebeln, aber. So, ich gehe mal Tiere füttern, okay? Okay. Viel Spaß. Der Sandklecks, der regt mich da auch weg. So, wo brauchst du das jetzt hin? Hier zur Taverne. Ja, da wo du jetzt weiter rechts von dir aus gesehen. Okay. Oh, wird aber schon ein bisschen eng hier. Na gut, ich meine, hallo, Hafenviertel ist immer eng. Ja, warte, ich meinte so mehr in die Bucht rein, weißt du? Ja, okay. Boah, da kommt gerade so ein Scheißlied. Apropos Lied, ich brauche jetzt auch Musik. Oh nein, jetzt habe ich vergessen, die Schere mitzunehmen. Ach, da Fug. So, hast du eine Schere dabei? Hast du Eisen dabei? Nö, weder noch. Hallo?
Hast du einen Wassereimer? Nee. Muss ich mir wohl einen holen? Ja, kannst du Schere mitbringen. Ja, mach ich. Spielen. Bist du denn? Beim Bauernhof. Dann muss ich da hinlaufen, um die Schere zu bringen, oder was? Naja, das ist kein weiter Weg. Naja. Hinter dir. So. Autsch. Na, danke schön. Oh, jetzt geht's ab. Jetzt kommt voll die gute Musik, ey. Oh, yeah, 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 yeah. Erst zu den Kühen, oder? Kühe! Ich sehe so gern, wenn jemand pfeifen tut. Ja, im Teamspeak, das liebe ich. Wenn ihr im Teamspeak anfangt zu pfeifen. Du hast doch gerade angefangen zu pfeifen. Nee. Juhu, ich hab's Wasser hier gefixt. Er ist abwesend, echt. Aha. Hammer. So, Kühe, seid ihr vollgefressen alle? Glaube ja. Gut, auf geht's. Ran an den Hafen. Mal wieder. So, Schere ausgepackt. Wer braucht noch rote Wolle? Niemand. Also du willst nochmal ein Freudenhaus bauen. Hast du ja schon alles mit roter Wolle ausgekleidet, was du wolltest? Ja, die Schlafzimmer. Die Arbeitszimmer. Danke für diese Verbesserung. Ich hätte auch eine rosa Wolle, das wäre auch vielleicht auch nicht schlecht, so ein Arbeitszimmer mit rosa Wolle. Ja. So, all die Schafe abgepflückt. Wir haben jetzt echt zwei Schafgehege. Vor allem, wie kommen die denn darüber, ja, die Schafe? Ich hab keine Ahnung, die gebären sich darüber wahrscheinlich. Das ist. Um. Zum Aus der Haut fahren die das. Toll, jetzt hab ich so einem Huhn Korn gegeben, aber das ist das einzige Huhn hier drin. Oh, ich glaub. So, dann wollen wir mal schauen, was der Andreas so tut. Wow, Andi! Ja? Aha. Ich hab gesagt, ich hab noch nicht gesagt, ich hab gesagt, dass die Leitern umgebaut hat. Erfahrungspunkte! Ja, zum Glück haben wir doch ausgestellt, dass die Erfahrungspunkte hier weg sind. Hä, hey, wieso spawnt man denn nicht im Bett? Man spawnt voll auf dieser geilen Lava, das ist super witzig. Ja gut, okay, auch egal. Oh mein Gott, echt, ey. Lässt du mein Zeug da liegen? Wie komme ich jetzt da runter? Ja. Es gibt einen anderen Eingang. Den habe ich aber gut versteckt. Habe ich echt gut versteckt. Oh. Ja, sonst porte ich einfach zu mir. Nein, nicht cheaten hier.
Ja, warte, ich einfach nicht springe einfach mal da rein, so in das Loch, so, dann ist so der Leiter so, oh, wait. Moment, man kommt hier gerade gar nicht raus. Meinst du, ich soll nochmal runterspringen? Nee, warte mal kurz. Ich muss kurz selber einen Ausgang suchen. Ah. Ach, warte, ich komme runter, ich schaff's. Ich kann eh dein Zeug nicht aufnehmen, ich bin eh schon voll im Inventar. Ja genau, das heißt, das andere Ding geht ein bisschen weiter nach da hinten, weil hier, du siehst, es verläuft viel Redstone. Und auch den hinteren... Ach ja, genau, den hatte ich ja eigentlich. Aber der ist noch nicht ganz fertig. Nee, den baue ich jetzt bis ganz runter, glaube ich. Den baue ich jetzt schnell bis ganz runter. Ah, aha. Das ist ja... Oh, hier waren Schuck und ich halt in der ersten Nacht... In dieser Höhle hier. Ja, deswegen habe ich sie genommen. In der allerersten Nacht. Ja gut. Ah. Ich habe alle mein Zeug wieder. Ich muss in dem Let's Play kurz noch meine Schwester loben. Warum? Die kam gerade ins Zimmer und hat mir einfach so eine Schale Erdbeeren hingestellt. Boah. Ja, und wo ist meine Schale Erdbeeren? Boah. Boah. Soll vorbeikommen, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. So, da ist der Eingang. Ja. So, jetzt gibt's ein Wegschiff von ganz oben bis ganz unten. Ja, ich hab oben schon geschaut, bei dir stirbt man nur. Fick dich. Wir sollten jetzt echt was mit Wolle bauen hier. Ja, cool, also ich bin hier echt bald fertig mit dem... Schalter, dass wir von oben runter plumpsen. Ich habe irgendwo Redstone aufgesammelt, Andi. Das heißt, dass vielleicht irgendwo ein bisschen Redstone abgebaut ist. Ich glaube nicht. Wie das nachher irgendwas fehlt und das auf mich schiebst. Nein, sowieso. Ich muss erstmal mein Inventar hier wieder sortieren. Lol. Das funktioniert voll gut, Jakob. Ja, soll ich jetzt vorbeikommen und anschauen? Ja, jetzt kannst du. Ich weiß noch nicht, ob ich noch will. Okay. Jetzt gerade wären so viele Monster da, jetzt ein weniger. Ja, warte, dann töt sie nicht. Ich töte niemanden. Oh fuck, hier kommt irgendwie ein Zombie her. Lol, voll. Die kommen alle zu mir rein. Ich habe hier irgendwo ein Leck. Irgendwo ein Leck. Ich glaube, das ist irgendwo ein Loch, aber kein Leck. Nein, ich habe echt irgendwo ein Leck. Wo kommt ihr her? Von oben. Werden sie dir bestimmt sagen, wenn du sie lieb fragst, okay? Von oben. Die kommen alle aus der Mobfalle raus. Andi, wo muss ich jetzt reingehen? What the fuck? Ganz böse. Bleib noch draußen, bitte. Die können sich dann nämlich noch durchlecken am Rand. Okay, Leck behoben. Hier nicht. Also jetzt nicht mehr dort den ursprünglichen Eingang, nicht mehr. Nein, der geht nicht mehr, der ist zu. Quasi. Wo dann? Hier? In dieser einen Höhle, wo du vorhin warst, das ist der jetzige Eingang. Oh, da macht's boom, boom, boom überall. Oh, hier liegt Zeugs rum. Okay, soll ich mal hier drücken? Nee, warte noch kurz, jetzt gerade kommt eh nix. Okay, dann warte ich. Und schau mich mal kurz an. Panda! Kung Fu Panda! Ja, so das sehe ich aus. Mal schauen, was hier so hinten ist. Jetzt kannst du den Hebel ziehen? Ja, soll ich? Okay. Ja, mach mal.